Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Mystery hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Ich denke mal, den heutigen Fall kennen die meisten von euch schon, aber trotzdem haben sich einige den auch nochmal von mir gewünscht. Es geht um den Fall von Chris Kremers und Lisanne Frohn. Und ich muss sagen, das ist wirklich ein Fall, den kannte ich auch schon. Also ich habe den bestimmt schon vor 4 Jahren oder so mal von irgendeinem anderen YouTuber oder so gehört. Und ich muss sagen, das ist echt so ein Fall, der mir einfach so krass bis heute im Kopf geblieben ist. Und ich irgendwie immer mal wieder zwischendurch so random darüber nachgedacht habe, weil der einfach, ja, so seltsam und rätselhaft ist und so unglaublich viele Fragen offen lässt. Ich muss aber vorab einmal sagen, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Quellen und Informationen und unglaublich viele Spekulationen und deswegen können teilweise auch Informationen abweichen. Auf der einen Seite steht das, auf der anderen Seite steht das. Man weiß es halt auch alles nicht so ganz genau. Lisanne Frohn wurde am 24. August 1991 in Amersfoort in den Niederlanden geboren und sie wuchs zu einer lebensfrohen und intelligenten jungen Frau heran und begann nach der Schule ein Psychologiestudium. Lisanne war sehr sportlich, sie hatte wohl einmal auch schon Volleyball gespielt und hatte dann irgendwann auch Extremsportarten für sich entdeckt, wie zum Beispiel Fallschirmspringen oder Bergsteigen. Außerdem hatte sie wohl eine Leidenschaft für Fotografie. Chris Kremers war ein Jahr jünger als Lisanne und kam am 9. August 1992 ebenfalls in Amersfoort zur Welt. Sie galt als offen, verantwortungsbewusst und kreativ. Chris studierte Kultur- und Sozialpädagogik an der Universität in Utrecht. Chris und Lisanne lernten sich laut meiner Recherche in einem Café kennen, in dem beide einen Nebenjob hatten. Und sie freundeten sich auch ziemlich schnell an und verstanden sich wirklich prima und zogen dann auch bald in eine gemeinsame Wohnung. Ab Ende 2013 sparten sie für einen gemeinsamen Trip nach Panama, auf den sie sich wirklich extrem freuten und sie wollten dort in dem Land 6 Wochen verbringen. Vor Ort wollten sie zunächst einmal Sightseeing machen und dann ehrenamtlich mit Kindern arbeiten und ihr Spanisch etwas auffrischen. 2014 hatte Lisanne ihren Uni-Abschluss in der Tasche und nur kurze Zeit später wollten Chris und sie den gemeinsamen Trip nach Panama starten. Um genau zu sein, dann am 15. März 2014, denn an diesem Tag flogen sie vom niederländischen Flughafen Schiphol, spricht man es glaube ich aus, über 12 Stunden bis nach Texas. Von dort aus ging es dann nach San Jose und anschließend mit dem Bus noch nach Borras del Toro in Panama und beide waren natürlich extrem aufgeregt und voller Vorfreude auf diesen 6-wöchigen Trip. Für Lisanne war das tatsächlich auch die erste große Reise in ihrem Leben. Ich habe gehört, dass sie ansonsten einmal in Deutschland war, aber ich glaube sonst tatsächlich irgendwie noch gar nicht so wirklich gereist war. Und Chris hatte wohl zuvor mit ihren Eltern schon einmal in Peru eine Reise gemacht und war seitdem auch ein Fan von Lateinamerika. Die ersten Wochen verbrachten die Mädchen dann auch wie geplant mit Sightseeing und nahmen dann auch an einem Sprachkurs teil. Und während der Zeit in Panama hielten sie täglich Kontakt zu ihren Familien in den Niederlanden. Am 29. März erreichten Chris und Lisanne dann Bouquet oder Bouquet. Das ist eine kleine Stadt in den Bergen von Panama und dort sollten sie dann für einen Monat bei einer ortsansässigen Familie wohnen und durften sich dann da auch um Kinder einer örtlichen Krippe kümmern. Also so war es auf jeden Fall geplant, denn es gab zunächst wohl irgendwie noch so organisatorische Schwierigkeiten. Eigentlich wollten sie direkt mit der Arbeit anfangen, aber ja, irgendwie hatten sie jetzt noch eine Woche frei sozusagen und dann sollten sie eigentlich erst mit der Arbeit starten. Am 1. April 2014 gingen Chris und Lisanne zunächst mit 2 männlichen Niederländern, die etwa im gleichen Alter waren, in einem Restaurant frühstücken. Sie hatten die beiden Männer wohl auf einer Party im Urlaub kennengelernt und schon zuvor etwas Zeit mit denen verbracht. Also sie waren ja auch schon so zusammen am Strand und ja, das war so eine lockere
Urlaubsfreundschaft. Anschließend gingen Chris und Lisanne an diesem Tag in eine Apotheke, um unter anderem Produkte gegen Mücken zu kaufen. Und danach kehrten sie wieder zu ihrer Gastfamilie zurück, um nur kurze Zeit später, so gegen 11 Uhr, zu einer Wanderung in den Dschungel aufzubrechen. Chris und Lisanne sagten der Gastfamilie eben Bescheid, sie würden jetzt auf eine Wanderung aufbrechen und durften auch den Hund Blue der Gastfamilie mitnehmen, der eben so ein bisschen auf sie aufpassen sollte. Und der Hund brauchte ja auch ein bisschen Freilauf und das bot sich eben an. Der Wanderweg, den sie gehen wollten, ich glaube, diese Information ist nicht so ganz bestätigt, hieß El Pianista und liegt einige Kilometer vom Zentrum der Kleinstadt Bouquet entfernt. Am Ende dieses Wanderweges gibt es scheinbar einen Aussichtspunkt, von dem man an klaren Tagen das Karibische Meer und den Pazifischen Ozean sehen kann. Und der knapp 8 Kilometer lange Weg zum Gipfel dauert wohl etwa 2,5 Stunden. Und somit mussten sie für die gesamte Route etwa 5 Stunden einplanen. Aber es ist auch nicht so ganz bekannt, ob sie tatsächlich diesen ganzen Weg auch gehen wollten. Das Merkwürdige ist nämlich, dass sie eigentlich für den 2. April, also für den kommenden Tag damals, eine geführte Tour für genau diese Route geplant hatten. Und ja, es hätte ja nicht wirklich Sinn gemacht, wenn sie die Tour jetzt schon alleine gemacht hätten und dann am nächsten Tag irgendwie nochmal. Also ja, das ist ein bisschen merkwürdig gewesen. Chris und Lisanne nahmen nur die nötigsten Dinge in ihren Rucksäcken mit. Also ein wenig zu essen, also wirklich sehr, sehr wenig, und auch ein bisschen was zu trinken. Ihre Handys, eine Kamera und etwas Bargeld. Ihre Portemonnaies oder andere Campingausrüstung nahmen sie nicht mit, weshalb sie vermutlich auch eigentlich gar nicht so lange wandern wollten. Zu dem Wanderweg, den sie gehen wollten, gibt es im Internet auch verschiedene Informationen. In einigen Foren heißt es, dass der Wanderweg eher schlecht ausgeschildert war, dass man leicht vom Weg abkommen konnte und dass ja leicht etwas passieren konnte oder dass man unsichere Wege betrat und auch auf jeden Fall nur mit einem Guide dorthin gehen sollte, also mit einem Touristenführer. In anderen Foren steht, dass die Wanderwege eigentlich schon sehr gut zu erkennen sind, dass man nicht so leicht vom Weg abkommt und ja, dass es, wenn es nicht gerade sehr, sehr matschig ist, eigentlich kein wirklich gefährlicher Weg ist. Wie gesagt, um 11 Uhr vormittags des 1. April 2014 brachen Chris und Lisanne dann zusammen mit dem Hund Blue auf und hätten eigentlich so am Nachmittag wieder zurück sein müssen. Doch als es später und später wurde, begannen die Gastfamilie sich Sorgen zu machen und sie versuchten dann auch die Mädchen zu kontaktieren, schafften es allerdings nicht. Und als es dann bereits Nacht war, kam der Hund Blue alleine wieder zurück, ohne die Mädchen. Und das war natürlich sehr, sehr besorgniserregend. Daraufhin kontaktierte die Gastfamilie die Familien von Chris und Lisanne, weil die beiden sich ja eigentlich täglich bei denen gemeldet hatten und eben im ständigen Kontakt standen. Aber auch die Familien hatten seit dem Morgen des Tages nichts mehr von den Mädchen gehört. Am 2. April um 8 Uhr morgens hatten Chris und Lisanne dann eigentlich den Termin für die geführte Wanderung, doch sie erschienen nicht. Und der Tourguide erkundigte sich dann bei der Familie nach den Mädchen, aber die hatten auch immer noch nichts von den beiden gehört. Gegen 7:30 abends am 2. April kontaktierte man schließlich die Polizei und meldete die Mädchen als vermisst. Am 3. April wurden dann die ersten kleineren Suchtrupps losgeschickt, allerdings ohne Erfolg. Dazu muss man allerdings auch sagen, dass die Ermittler in Panama das Ganze zunächst nicht wirklich ernst nahmen. Sie sagten, dass die Mädchen vielleicht einfach irgendwo feiern gewesen wären. Und ja, sie guckten auch so ganz grob so ein bisschen so, ja, die üblichen Wege ab. Aber es war jetzt auch keine sehr, sehr intensive Suchaktion. Zudem wusste man anscheinend auch nicht so zu 100%, dass die Mädchen wirklich diese Wanderroute gehen wollten. Also diese Route namens El Pianista. Am 6. April kamen dann die Familien von Chris und Lisanne nach Panama, um bei der Suche zu helfen. Und sie brachten dann sogar auch ein Ermittlerteam mit Suchhunden aus den Niederlanden mit. Hubschrauber überflogen dann den Dschungel und auch die Wanderwege, aber leider fand man wieder absolut gar nichts.
Man fand keine auffälligen Markierungen oder sonstige Spuren der beiden, weshalb die Suche nach 10 Tagen dann schließlich auch wieder eingestellt wurde. Die Familien waren natürlich komplett verzweifelt und ich meine, wie hilflos muss man sich auch fühlen, wenn die Töchter, also das waren ja 2 verschiedene Familien, aber wenn die Töchter im Ausland sind und man einfach überhaupt nicht weiß, was passiert ist, also irgendwie nicht mal so richtig Ansatzpunkt hat und die einfach wie vom Erdboden verschluckt sind. Erst ganze 10 Wochen später kam dann wieder Bewegung in den Fall, als die Behörden in Panama bekannt gaben, dass eine Einheimische einen blauen Rucksack bei der Polizei abgegeben hatte. Und diese Einheimische hatte den Rucksack angeblich am Rande des Culebra Rivers bei einem Reisfeld in der Nähe ihres abgelegenen Dorfes Alto Romero entdeckt. Und der Rucksack war etwa 17 Kilometer von Bouquet entfernt gefunden und etwa 8 Stunden zu Fuß von dem letzten bekannten Standpunkt von Lisanne und Chris. Laut Aussage der Erfinderin stand dieser Rucksack am Tag zuvor noch nicht dort. Also sie hatte ihn wirklich auch an dem Tag bei der Polizei abgegeben, als sie ihn auch wirklich gefunden hatte. Das Mysteriöse ist eben, dass der Rucksack komplett sauber und trocken war, obwohl es öfter mal geregnet hatte in der Zwischenzeit und es war so kein einziger Matschfleck. Die Sachen in dem Rucksack waren ganz, ganz ordentlich alle noch dort drinne. Und der Rucksack musste ungefähr 70 Tage im Dschungel gewesen sein. Also ganz, ganz merkwürdig. Man fand 2 Sonnenbrillen, 2 Bikini-Oberteile, eine kleine Wasserflasche, etwa $80, eine Kamera, Lisannes Reisepass und die Handys der beiden Mädchen in dem Rucksack. Und wie gesagt, die Sachen waren alle sehr, sehr ordentlich im Rucksack verstaut und hatten auch keine Schäden. Die Auswertung der Handydaten ergab dann, dass Chris und Lisanne nur wenige Stunden, nachdem sie zur Wanderung aufgebrochen waren, die Notrufnummer gewählt hatten. Und ich blende euch jetzt hier einmal eine Tabelle ein und hier seht ihr die Anrufprotokolle. Chris hatte ein iPhone 4 und Lisanne hatte ein Samsung Galaxy S3. Und der erste Notruf ging am 1. April um 16.39 Uhr von Chris iPhone aus. Und etwa 10 Minuten später wurde auch von Lisannes Handy der Notruf gewählt. Beide wählten allerdings zunächst die europäische Notrufnummer 112, was angesichts ihrer geografischen Lage nicht gerade zielführend war. Aber in der Situation wussten sie es vermutlich nicht besser und waren wahrscheinlich auch panisch. Am nächsten Tag um 10.53 Uhr wurde von Lisannes Handy das erste Mal dann auch die 911 angerufen. Dieser Anruf ging sogar auch kurz durch, brach aber dann nach 2 Sekunden ab, sodass die Mädchen keine Chance hatten, ihre Situation zu erklären. Und die anderen Anrufe gingen auch nicht durch, weil sie eben in der Tiefe des Dschungels scheinbar kein Netz hatten. Zwischendurch wurden die Handys dann immer wieder abgeschaltet, höchstwahrscheinlich einfach, um Akku zu sparen. Ab dem 5. April war der Akku von Lisannes Handy leer und es gab keine weitere Aktivität mehr. Nach dem 6. April wurde auf Chris' iPhone 77 Mal der falsche PIN eingegeben. Danach wurde das Handy kein einziges Mal korrekt entsperrt, bis es dann auch am 11. April schließlich leer war. Die Bilder von der Kamera, also von der Speicherkarte der Kamera, wurden natürlich ebenfalls ausgewertet. Die beiden hatten seit Beginn der Wanderung über 100 Bilder geschossen. Darunter nur 10, die eigentlich noch relativ normal waren und der Rest war einfach super gruselig. Also die ersten 10 Bilder zeigen die Mädchen noch, wie sie ganz normal am Tag so im Dschungel sind, lächeln und ja scheinbar einfach eine gute Zeit haben. Und die restlichen Bilder sind alle in vollständiger Dunkelheit aufgenommen und zeigen ganz komische Sachen. Hier seht ihr zum Beispiel ein Bild, wo man einen Felsen sieht mit einem kleinen dünnen Ast und so roten Fetzen, vermutlich von einer Plastiktüte. Oder ich habe auch gelesen, dass es eventuell Kaugummipapier war. Ein anderes, ebenfalls bei Dunkelheit, bildet einen Felsen oder einen Abhang ab. Und da wird immer noch diskutiert, aus welcher Perspektive dieses Bild aufgenommen wurde. Also ob man einen Abhang nach unten sieht oder ob man einfach einen geraden steinigen Weg sieht oder ob man irgendwie so hoch fotografiert hat den Felsen. Und ich muss sagen, für mich persönlich sieht es eher so aus, als ob man
den Abhang runter fotografiert hat. Ich bin mal gespannt auf eure Meinung. Schreibt das mal in die Kommentare, aber für mich sieht es auf jeden Fall nach einem Abhang aus. Dass die beiden zu diesem Zeitpunkt noch am Leben waren, wäre höchst unwahrscheinlich, da sie kaum Wasser bei sich hatten. Ich bin mir nicht ganz sicher, das habe ich leider auch nicht rausgefunden, ob es möglich ist, aus den Flüssen im Dschungel so Trinkwasser rauszufiltern oder ob das absolut ungenießbar und schädlich war. Das weiß ich leider nicht so ganz genau. Aber kommen wir nochmal zurück zu den Bildern. Ein weiteres auffälliges Foto war ein Bild von einem Hinterkopf und viele erkennen darauf eine Verletzung und meinen, dass es der Hinterkopf von Chris war. Und diese Bilder entstanden scheinbar alle erst am 8. April, also eine Woche nachdem die Mädchen zur Wanderung aufgebrochen waren. Merkwürdig ist auch, dass die Haare, von wem auch immer die jetzt letztendlich sind, komplett trocken waren, obwohl es ja in der Zeit sehr, sehr viel geregnet hatte. Einige Fotos wurden im Sekundentakt aufgenommen, also so alle 15 Sekunden, und zwischen anderen Bildern liegen einige Minuten. Aber insgesamt sollen die ganzen Bilder am 8. April 2014 zwischen 1 und 4 Uhr morgens aufgenommen worden sein. Und ja, warum diese ganzen Fotos gemacht wurden, ist auch nicht so ganz klar und da gibt es auch sehr, sehr viele Spekulationen drüber. Wollten sie vielleicht den Weg vor sich sehen? Allerdings hätten sie dann ja auch ihre Handytaschenlampen nutzen können. Und warum entstanden diese ganzen Aufnahmen erst am 8. April? Sie waren ja am 1. April zu der Wanderung aufgebrochen und hatten ja auch am gleichen Tag schon den ersten Notruf getätigt. Also sehr, sehr rätselhaft. Andere spekulieren, ob sie vielleicht wilde Tiere einfach verjagen wollten mit dem Blitz der Kamera oder ob sie ein SOS-Zeichen an mögliche Suchtrupps senden wollten. Und es gibt auch Spekulationen, dass sie vielleicht irgendetwas Paranormales fotografieren wollten, was ich persönlich allerdings weniger glaube. Es kann aber natürlich auch sein, dass ein Fremder die Kamera genommen hatte und diese Bilder gemacht hatte, um einfach Verwirrung zu stiften. Einige der Fotos der Kamera kamen nie an die Öffentlichkeit, wahrscheinlich weil auf ihnen so gut wie nichts zu erkennen war, außer der schwarzen Nacht und einige Regentropfen. Aber eine Sache ist noch extrem merkwürdig, denn eines der Bilder war gelöscht worden. Die Fotos waren nummeriert und das Bild 509 fehlte. Und das war das Bild zwischen dem letzten Foto bei Tageslicht und dem ersten in der Dunkelheit. Das Bild konnte nicht wiederhergestellt werden, da es nicht über das Kameramenü gelöscht wurde, sondern scheinbar mit einem Computer. So sagten es auf jeden Fall niederländische IT-Spezialisten. Und es wird spekuliert, ob das Foto von panamaischen Ermittlern gelöscht wurde, weil darauf etwas zu sehen war, das möglicherweise nicht an die Öffentlichkeit kommen sollte. Und an dem Rucksack, den Handys, der Kamera und den Bikini-Oberteilen wurden insgesamt mehr als 34 verschiedene Fingerabdrücke gefunden. Und die Polizei untersuchte diese nicht genauer oder gab darüber zumindest keine öffentlichen Informationen bekannt. Kurz darauf wurde die blaue Shorts von Chris bei einem Fluss in der Nähe der sogenannten Affenbrücke gefunden. Und laut einigen Quellen sollen Einheimische die Hose gefunden haben, die sorgfältig gefaltet auf einem Stein lag, den man nur schwer erreichen konnte. In anderen Quellen steht, dass diese Hose eher zerknüllt von Ermittlern aufgefunden wurde und einige Löcher hatte und voller Dreck war. Und der Fundort lag etwa 5 Kilometer von dem Punkt entfernt, an dem die Mädchen ihre Wanderung gestartet haben mussten. Am 19. Juni 2014 entdeckte der Tourguide zusammen mit 6 Einheimischen Chris Schuh, in dem noch ein Stück von ihrem Fuß vorhanden war. Und auf dem Schuh selbst war kein Blut und der Fuß schien sauber abgetrennt zu sein. Sie hatten diesen Schuh zusammen mit dem Fuß in einer dichten Bewaldung gefunden und ganz in der Nähe wurde dann noch ein Beinknochen von Lisanne und ein Beckenknochen von Chris gefunden, sowie weitere 33 kleine Knochenfragmente. Die Knochen wiesen keine Verletzungsspuren, wie zum Beispiel Schnitte oder Abdrücke von Tierzähnen auf
und auch rätselhaft war der Zustand der Knochen. An den Knochen, die Lisanne zugeordnet werden konnten, war teilweise noch Muskel- und Fettgewebe und so weiter. Und die Knochen von Chris waren komplett sauber und gebleached. Und das war wohl sehr ungewöhnlich dafür, dass die Knochen noch nicht so lange dort gelegen haben konnten. Am 29. August 2014 fand der Tourguide ein aufgerolltes Gewebestück, was sich später als Hautfetzen von Chris' Bein herausstellte. Und es war noch ganz am Anfang des Verwesungsprozesses. Und auch für die Forensiker waren diese unterschiedlichen Verwesungszustände absolut unerklärlich. Trotz all den Widersprüchen wurden die Ermittlungen kurze Zeit später eingestellt und einige Ermittler von Panama und auch aus den Niederlanden sagen, die Mädchen wären infolge eines tragischen Unfalls gestorben. Die Eltern von Lisanne und Chris akzeptierten diese Aussage der Polizei, aber vermutlich, weil sie einfach keine Kraft mehr hatten, selbstständig weiter zu forschen und eventuell auch Angst vor der Wahrheit hatten, denn offensichtlich gibt es viele Indizien, die gegen einen einfachen Unfall sprechen. Unzählige Privatermittler und Internetforen beschäftigen sich weiterhin mit dem Fall von Chris Kremers und Lisanne Frohn, aber auch einige Ermittler aus Panama und den Niederlanden glauben nicht, dass es ein Unfall war. Also dort teilen sich die Meinungen auch bei den Ermittlern. Und es gibt natürlich die wildesten Theorien, was wirklich passiert sein könnte. Und einige Theorien werde ich euch auch nun präsentieren. Und danach erzähle ich euch auch nochmal, was ich persönlich über diesen Fall denke und stelle euch auch noch einige offene Fragen. Die erste Theorie ist eben, ja, dass es ein Unfall war. Und diese Theorie wird, wie ich euch ja schon erzählt habe, bis heute von der Polizei von Panama vertreten oder zumindest von den meisten Ermittlern. Und demnach wären Chris und Lisanne in den Dschungel gegangen und eine der beiden wäre dann einen Felsvorsprung oder die sogenannte Affenbrücke hinabgestürzt. Kurz vor 17 Uhr am 1. April ging demnach ja auch schon der erste Notruf von Chris iPhone raus und vermutet wird, dass Chris als erstes gestorben sein musste, da später der PIN von ihrem Handy mehrfach falsch eingegeben wurde. Und der Theorie nach hätte Lisanne nach Chris' Tod versucht, das iPhone zu entsperren, kannte jedoch den Code nicht. Diese Theorie erklärt jedoch nicht wirklich die seltsamen Bilder auf der Kamera vom 8. April und lässt auch sonst super viele Fragen offen. Die zweite Theorie ist, ob der Tourguide etwas mit dem Verschwinden der Mädchen zu tun hatte. Und dieser Theorie nach hätte der Tourguide sie bereits einen Tag vor dem vereinbarten Termin irgendwie in den Dschungel gelockt und ihnen etwas angetan. Und laut einigen Quellen sei der besagte Tourguide eben auch bekannt dafür gewesen, nur weibliche Personen eine Dschungelführung anzubieten. Und es gab mehrere Beschwerden von Touristinnen, dass sie von ihm bedrängt worden wären. Und er sei wohl auch sehr oft launisch gewesen und ja eben oft auch sehr, sehr aufdringlich. Zudem war er ja auch sehr, sehr interessiert an den Ermittlungen gewesen und war kurz nach dem Verschwinden in dem Zimmer der beiden Mädchen bei der Gastfamilie gewesen, um nach Hinweisen zu suchen. Außerdem war er einigen Quellen zufolge derjenige, der den Schuh von Lisanne und den mysteriösen Hautfetzen gefunden hatte. Da habe ich allerdings auch verschiedene Informationen gelesen. Und die Reisfarm, bei der dann auch der blaue Rucksack entdeckt wurde, war angeblich ganz in der Nähe von der Ranch, auf der der Tourguide mit seinem Sohn lebte. Ja, für diese Theorie gibt es allerdings keine Beweise. Und wie gesagt, ob die Informationen wirklich alle so stimmen, ist auch fragwürdig. Die dritte Theorie lautet, dass sich die beiden eben einfach verirrt haben und dann verdurstet bzw. verhungert sind. Aber auch diese Theorie lässt wieder super viele Fragen offen. Außerdem hätte man ja wahrscheinlich auch noch nicht so früh in Anführungszeichen den Notruf gewählt, wenn man vom Weg abgekommen wäre. Ich meine, so kurz vor 17 Uhr war es da ja auf jeden Fall auch noch hell. Und ich denke mal, ja, man hätte dann ja frühestens, wenn es dunkel gewesen wäre, vielleicht dann den Notruf gewählt. Aber sonst hätte man ja wahrscheinlich noch probiert, selbstständig wieder aus dem Dschungel rauszukommen. Merkwürdig ist ja aber auch, dass der Hund wieder zur Gastfamilie zurückgekommen ist. Und ich meine, wenn sie sich wirklich verirrt hätten, hätten sie ja einfach dem Hund nach Hause folgen können. Ich glaube nicht, dass der einfach
wie besenkt komplett weggerannt wäre. Ich glaube schon, dass er sie wieder zurückgeführt hätte. Die vierte Theorie ist, dass eine andere unbekannte Person, also nicht der Tourguide, den Mädchen etwas angetan hat und sie vielleicht eventuell sogar gefangen gehalten hat, bis sie schließlich getötet wurden. Und der Täter hätte demnach die Überreste bewusst im Dschungel verteilt, um den Fall einfach verwirrender zu machen. Und vermutlich wurden auch die Fotos dann eben von dem Täter selbst gemacht, um von sich abzulenken. Das würde zumindest erklären, warum der Rucksack so unversehrt aufgefunden wurde. Er hatte ihn möglicherweise zusammen mit den Mädchen in einer Hütte gelagert und später an einen anderen Ort gestellt. Andererseits wüsste ich nicht, warum der Täter den Rucksack so platzieren würde, dass er so offensichtlich gefunden wird. Und logischer wäre ja dann eigentlich, dass der Täter den Rucksack einfach irgendwo in den Dschungel geschmissen hätte. Meine Gedanken zu dem Fall, leider fehlen mir einige Informationen zu meiner Theorie. Also diese Theorie ist bestimmt auch nicht komplett neu oder nur von mir, aber da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht. Aber auch zu meiner Theorie gibt es viele offene Fragen. Ich habe eben darüber nachgedacht, ob Lisanne und Chris vielleicht tatsächlich vom Weg abgekommen sind und so weit in den Dschungel hineinliefen, dass sie auf eine andere Menschengruppe oder auf eine einzelne Person stießen, die abgeschieden von jeglicher Zivilisation lebte oder lebten, wenn das eine Gruppe ist. Ich habe dazu etwas recherchiert und gelesen, dass solche unkontaktierten Menschengruppen vermehrt in Südamerika leben und sehr aggressiv auf Eindringlinge reagieren. Und sie wollen eben jeden Kontakt zu anderen Menschen vermeiden und schießen anscheinend zum Beispiel auch mit Pfeil und Bogen auf überfliegende Flugzeuge. Auf einem Reiseblog einer deutschen Touristin, die auch in Panama war, habe ich gelesen, dass ein Ureinwohner, der ihr den Dschungel nahe Phuket gezeigt hat, erzählte, dass es Gerüchte um Kannibalen gibt, die im Dschungel leben und diese möglicherweise etwas mit dem Fall von Chris und Lisanne zu tun haben. Das könnte jedenfalls diese geblichenen und sauren Knochen erklären, die von Chris gefunden wurden. Das heißt, ja, wenn tatsächlich, ich weiß, diese Theorie hört sich super gruselig an, aber wenn tatsächlich ein Kannibale dann da was von gegessen hat und den Knochen eben dann so sauber hinterlassen hat, das könnte das ja teilweise erklären. Vielleicht sind Chris und Lisanne aus einer Neugierde etwas vom Wanderpfad weggegangen und weiter in den Dschungel und haben dann eben die Gefahr dort unterschätzt. Eigentlich galten die beiden wohl als recht verantwortungsbewusst und wussten auch, dass man nicht ohne Tourguide in den Dschungel gehen sollte. Und ja, wie gesagt, möglicherweise sind sie dann auf eine Gruppe oder auf eine einzelne Person gestoßen, die dort im tieferen Dschungel lebte und nicht freundlich auf Eindringlinge zuging. Eventuell wurden sie dann zunächst in Gefangenschaft genommen und konnten nur an ihre Handys, sobald sie unbeobachtet waren. Das würde zumindest erklären, warum zwischen den Notrufen so viel Zeit verging. Ja, das Ganze erklärt ja natürlich auch noch nicht so ganz diese merkwürdigen Fotos vom 8. April. Und wie gesagt, auch diese Theorie, ja, ist vielleicht ein bisschen komisch und lässt auch immer noch viele, viele Fragen offen. Aber für mich war das so eine Sache, wo ich einfach ein bisschen drüber nachgedacht habe. Außerdem habe ich auch gelesen, dass der Dschungel eigentlich an vielen Stellen sogar von Einheimischen bewohnt war, die auch oft diese Wanderwege nutzten. Also ja, eigentlich glaube ich deshalb wiederum nicht, dass es dort wirklich so ein unkontaktiertes Volk noch gibt. Oder auf jeden Fall, wenn, dann viel, viel tiefer im Dschungel. Ja, ihr merkt, keine Theorie ist so wirklich plausibel. Eine weitere für mich denkbare Theorie ist, dass sie in die Fänge von Drogenhändlern oder anderen Mafia-Clans gekommen sind. Denn im gleichen Zeitraum starb zum Beispiel ein 22-jähriger Mann auf rätselhafte Weise in einem Fluss ganz in der Nähe. Also er ist dort nicht irgendwie ertrunken oder so. Und das Ganze wäre aber nochmal ein Fall für sich. Und es gab wohl auch noch viele weitere andere Todesfälle in dem Gebiet, die bis heute noch nicht aufgeklärt sind und eigentlich alle so an, ja, junge Menschen so in den Mitte 20ern. Es bleiben einfach so unendlich viele Vermutungen und Fragen ungeklärt. Wer hat das eine Foto von der Kamera gelöscht? Warum wurden die vollständigen Autopsieberichte der Mädchen nicht freigegeben? Warum wurden die fremden Fingerabdrücke auf dem Rucksack und den anderen Gegenständen nie genau analysiert? Warum waren Chris und Lisanne
überhaupt zu der Wanderung aufgebrochen, wenn sie einen Tag später eine geführte Wanderung gebucht hatten? Und warum wurden so viele Bilder der Kamera nicht an die Öffentlichkeit gegeben? Das muss man nämlich auch noch dazu sagen. Also ja, einige wenige Bilder sind bekannt, aber andere nicht. Dort wird eben spekuliert, ob das einfach war, weil da wirklich fast nichts auf den Bildern zu sehen war. Aber eigentlich hätte man sie ja trotzdem veröffentlichen können. Und wieso wurde Chris' iPhone so oft falsch entsperrt, wenn das wirklich Lisanne gewesen war, die versucht hatte, den Code einzugeben? Ja, bleibt es ja irgendwie fragwürdig, warum sie den Code nicht kannte. Ich meine, wenn man so viele Tage zusammen im Dschungel war, dann sagt man ja eigentlich dem anderen mal den Code oder man kriegt ihn zumindest auf jeden Fall mal mit. Also ja, fraglich, ob tatsächlich auch Lisanne versucht hatte, das Handy zu entsperren oder ob es eine fremde Person war. Und warum waren die Überreste der Mädchen so weit verstreut und in so unterschiedlichen Verwesungszuständen? Ja, wie ihr merkt, ein Fall, bei dem es super viele offene Fragen gibt. Ein Fall, wo man sehr, sehr viel drüber nachdenken kann. Aber eins steht auf jeden Fall fest, also so wird es gesagt, dass wenn die Polizei schneller gehandelt hätte und ja vielleicht ein bisschen akribischer von Anfang an gesucht hätte, dann hätten die beiden eine Chance gehabt, noch gerettet zu werden. Aber letztendlich weiß man auch nicht, was passiert ist, ob die beiden jetzt irgendwie doch schon in Gefangenschaft gewesen waren und so weiter. Das ist einfach sehr, sehr rätselhaft. Aber Fakt ist eben auch, dass das Ganze schon sehr merkwürdig ist, auch wie die Polizei in Panama den ganzen Fall so abgetan hat. Und ja, es wird eben auch spekuliert, ob sie irgendwas verschweigen. Und ja, ich würde mal sagen, schreibt eure ganzen Gedanken zu diesem Fall in die Kommentare und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder.